Doch, ich wäre auch an die Ältesten und Apostel von Goodness und Shalom also. Also haben wir auch an die ein Drittel Israeliten, welche Judas Kinder implizieren, die sogenannten Neger, Latinos und Indianer, welche zusammen unterdrückt wurden und werden, gemäß dem Buch Jeremia 50,33. Zu denen allerdings ausschließlich die Bündnisse, die versprechen, die Herrlichkeiten, die Adoption des Gesetzes, okay, zustehen, einzig und allein, nämlich gemäß dem Buch Römer, wenn, ja, wenn man da unwissentlich ist. Dann vielleicht einfach mal lesen. China betreibt mitten in Deutschland eine illegale Polizeistation. Völlig legal, ein Polizist in der chinesischen Botschaft in Israel. Allerdings scheint Peking auch illegale Polizeistationen außerhalb von Botschaften zu betreiben. China greift nicht nur nach deutscher Infrastruktur wie in Hamburger Hafen, sondern versucht auch in Europa lebende Auslandschinesen zu kontrollieren. In Frankfurt soll es einem Bericht zufolge eine illegale Polizeistation geben, die missliebige Staatsbürger bedrängt. In der Bundesregierung zeigt man sich irritiert. Die chinesischen Polizeiaktivitäten sind durch die spanische Nichtregierungsorganisation Safeguard Defenders SD aufgedeckt worden. Demnach gibt es insgesamt 54 Überseepolizeizentren auf 5 Kontinenten, die meisten davon in Europa. Während vielerorts nichts auf die Arbeit hindeutet, hat eine Niederlassung in Dublin sogar ein repräsentatives Schild berichtet, online, die online meine ich. Chinesische Polizeizentrum in Frankfurt am Main. Anders in Deutschland. Dort soll sich das eigentliche Polizeizentrum in Frankfurt am Main befinden. Die offiziell als Bürgerbüro firmierende Stelle kann aber auch etwa über einer chinesischen Handelsniederlassung in München oder in einem China-Restaurant in Hamburg aktiv werden. Tatsächlich helfen diese Stellen Chinesen beispielsweise dabei, in ihrer Heimat den Führerschein zu verlängern oder den Verkauf eines Grundstücks abzuwickeln. Aber offenbar gehen die Aktivitäten weit darüber hinaus. Die Außenposten dienen laut SD beispielsweise auch dazu, Personen zu einer Rückkehr nach China zu bewegen, die dort verdächtigt werden, Straftaten begangen zu haben. An Auslieferungen auf dem üblichen Weg mit Anfragen an das Gastland des Staatsbürgers habe Peking wenig Interesse. Die NGO berichtet, dass an den Regeln der Aufenthaltsländer vorbei Bürger heimgeholt und internationale Menschenrechtsabkommen missachtet würden. Ähnliche Fälle auch in den Niederlanden. In den Niederlanden wurden kürzlich 2 chinesische Polizeistationen entdeckt, woraufhin das Außenministerium in Den Haag sie für illegal erklärte. Diese ausländischen Dienststellen seien dafür gedacht, die Kritiker des chinesischen Regimes zu Schweigen zu bringen, statt diplomatische Dienste zu leisten, hieß es in der offiziellen Erklärung. Okay, und China ist die Nation Moab in der Bibel. In Deutschland reagierte ein Sprecher des Bundesministeriums auf den Bericht über eine Frankfurter Außenstelle. Die Ausübung fremder Staatsgewalt werde von der Bundesregierung nicht toleriert. Die Bundesrepublik Deutschland hat mit der Volksrepublik China kein bilaterales Abkommen über den Betrieb von sogenannten Überseepolizeistationen geschlossen. Die chinesischen diplomatischen Vertretungen verfügten über keinerlei exekutive Befugnisse und müssten sich im Rahmen des Wiener Übereinkommens für diplomatische Beziehungen bewegen. Die chinesische Botschaft in Berlin äußerte sich zunächst nicht zu den Berichten. Unter Präsident Xi Jinping sei es verstärkt Ziel chinesischer Politik geworden, Chinesen und Menschen chinesischer Abstammung im Ausland zu kontrollieren, schreibt Experte Carsten Schäfer von der Universität Köln in einem Beitrag für die Stiftung Wissenschaft und Politik. Chinas Präsenz in Deutschland könne für regimekritische Auslandschinesen das Recht auf freie Meinungsäußerung und politische Partizipation gefährden, so der Experte. Die meisten Auslandschinesen seien weit davon entfernt, als fünfte Kolonne für die Kommunistische Partei Chinas zu agieren. Safeguard Defenders Chef Peter Dallin hat für Pekings Motiv, auch im Ausland Druck auf Chinesen auszuüben, eine einfache Erklärung. Die Führung in Peking ist fast paranoid, wenn chinesische Regierungen in der Vergangenheit abdanken mussten, ist das fast immer vom Ausland ausgegangen. Schauen wir mal, was das Wort paranoid bedeutet in der Etymology.
Atom Online. Muss man eingeben, ansonsten die App runterladen. Also ich habe auch die App, aber es war jetzt schneller, so hinter auf die Website zu switchen. Und zwar werden wir mal paranoid. Weil ich glaube nicht, dass paranoid an sich eine schlechte Sache ist. Aber wenn man mal reingeht in die Wörter, dann kann man mal schauen, wo sie überhaupt herkommen, die Wörter. Resembling or characterized by paranoia. Okay, a paranoid person attested 1922. Mental disorder characterized by systematized delusions of more or less definite scope. Mental derangement madness. Ill, insane, beyond, beside, beyond, mind, which is of uncertain origin. For several years, frequent descriptions have been given in the following journals, especially German and Italian, of the forms of insanity designated by their names Paranoia, Verrücktheit und Wahnsinn. Paranoia System. Also was ich hier verstehen würde, okay, wir könnten natürlich mal kurz das über den Übersetzer eingeben. Es gibt viele Möglichkeiten, das Wort auszulegen. Es hat jetzt keine ultraspezifische Bedeutung. Beyond zum Beispiel. Das ist jetzt auch erstmal nicht negativ. Albert Einstein wurde auch verrückt genannt. Nur so ein Beispiel. Oder allgemein, Leute, die was erfinden, werden erst verrückt genannt. Die Propheten aus der Bibel wurden oftmals als verrückt betrachtet oder halt gesehen, weil, naja, musst dir vorstellen, wenn du da zum Beispiel Noah hast, der da an einer Arche baut, als einzigster Mensch auf Erden, die dachten bestimmt, dass der ein bisschen verrückt ist, aber im Endeffekt ist er leider halt als einzigster nicht lächerlich ertrunken, mit seiner Familie natürlich. Also im Endeffekt ist es in diesem Sinne was Gutes. Finde ich Moab irgendwie, finde ich Moabs Gesinnung an sich gut, wenn es darum geht, hier in Deutschland. Naja, also es bringt mir nichts und ich finde es auf jeden Fall nicht gut, weil im Endeffekt, naja, dieser Dritte Weltkrieg wird viel bringen. Was wir auf jeden Fall nicht brauchen, ist noch mehr, naja, wie sagt man, Parteien sozusagen, die noch mehr Unruhen verursachen. Okay, also je weniger du vor die Tür gehst und Unruhen stattfinden, desto besser wird es dir wahrscheinlich gehen in dieser letzten Zeit, auch als Elect, hopefully Elect. Okay, wir lesen ja was von 1000 werden fallen zu deiner Rechten, 1000 zu deiner Linken und so. Also es wird schon sowas kommen, aber um ehrlich zu sein, solche Themen sind jetzt auch nicht so relevant. Aber es ist durchaus interessant zu wissen, dass Moab keineswegs einverstanden ist, wie der Westen die Welt regelt und so, bla bla bla. Und denkt von sich irgendwie dem was voraus zu haben. Wenn erst gestern habe ich mir was angeschaut, dass Moab oder die Chinesen die einzigste Nation wären, die langfristig die Macht hätten, den Westen endgültig zu zerstören. Wobei man bedenken muss, dass viele von den echten, von den Negern, Latinos und Seminolen-Indianer viel von den westlichen Erfindungen erfunden haben und viel einfach an der Zivilisation nicht nur mitgemischt, sondern den meisten Beitrag dazu geleistet haben. Also in diesem Sinne ist nicht alles schlecht, was der Westen macht, aber das, was eben nicht schlecht ist, das kommt auch nur von uns. Also in diesem Sinne, Moab ist auch eine feindliche Nation, das werden wir auch gleich lesen. Und dementsprechend ja, bringt dir das halt nichts, wenn Moab hier sozusagen gegen das deutsche System irgendwie da ist und so. Weil im Endeffekt sind es nicht die, die da irgendwie was bewirken dagegen oder so.
sind im Endeffekt die, die wie anderen Heiden auch gegen die Israeliten sind. Du hast niemanden, der in der TUF involviert ist von den Chinesen, zumindest nicht im GMS. Also wir lesen Paranoia, aber diese Paranoia-Eigenschaft, die finde ich gut über die Chinesen, muss ich ehrlich sagen. Also diese angebliche Verrücktheit finde ich definitiv gut. Ich finde, ich sollte mehr Paranoia sein, zum Beispiel darum, wirklich diese Work zu machen, also Videos zu drehen, Camp zu machen und so. Wirklich da schauen, dass ich da mehr tue einfach. Ja, the year of the turn-up ist 2022. Also wirklich aufdrehen. Ja, mehr studieren halt einfach, ja. Da will ich mehr, wie sagt man, Paranoia sein. Psychische Störung gekennzeichnet durch systematisierte Wahnvorstellungen von mehr oder weniger bestimmten Ausmaß. 1848 früher Paranoia, 1811 von griechisch Paranoia, Geistesverwirrung, Wahnsinn. Also die ersten Eigenschaften treffen eher auf Edom zu. Geisteskrank, wahnsinnig, ja, die auch. Geistesursprung, ungewisses. Geistesursprung, ungewisses. Seit mehreren Jahren wird in ausländischen Zeitschriften, besonders in deutschen und italienischen, häufigen Beschreibungen der mit Namen Paranoia, Verrücktheit und Wahnsinn bezeichneten Formen des Wahnsinns gegeben. Systematisierte Wahnvorstellungen und geistige Degeneration. Hier. Dann schauen wir mal, was wir über Moab finden in der Bibel. Also Moab hat definitiv bessere Eigenschaften als Edom, so viel steht fest. Aber sie sind auch die Feinde Israels. Jeremiah 48 und 1, also Jeremia 48 und 1 against Moab, also gegen Moab. Das sagt Jahwe, Shem Yahweh, der Gott Israels, war unto Nebo, also Zerstörung zu Nebo, for it is spoiled. Time is confounded and taken, also ist verwirrt und genommen. Misgab is confounded and dismayed. Ja, wie soll man dismayed übersetzen? Ich hätte jetzt eine Übersetzung, aber wir gehen mal lieber in den Übersetzer rein. Also ist halt auch verwirrt, ja, und wie sagt man? Moment. Dismayed. Okay, weil, entsetzt, genau. Ja, weil Moab eben auch Partaker, also Asien, die Bibel sagt über Asien, dass sie auch einen Anteil an dieser Hoffnung Babylons haben, also Amerikas. Sprich, die sind auch mehr oder weniger, zum Beispiel Südkorea gegenüber Nordkorea und so, so eher also die westlich geprägten, weil sich halt da, hat auch mit Kriegen zu tun und so weiter und so fort. Also die haben halt einfach Anteil an dieser Hoffnung Babylon und werden dafür auch gestraft. Okay, das sehen wir ganz klar in der Bibel. Exodus 15 und 15, Then the dukes of Edom shall be amazed, the mighty men of Moab, trembling shall take hold upon them, all inhabitants of Canaan shall melt away. Okay. Zephaniah 2 und 8, I feared the reproach of Moab and the revilings of the children of Ammon, also Ammon ist, sind die Japaner, whereby they have reproached my people and magnified themselves against their border. Also im Endeffekt sind sie alle gegen uns. Okay, du liest halt oft against, Israel against. Amos 2 und 1 werden wir auch übersetzen. Hier wird über den Stolz der Chinesen gesprochen. Loftiness, Arroganz und Überheblichkeit des Herzens.
Ja, so insgesamt auch, wie gesagt, eine Anteilhabe an der Hope of Babylon. Ja, also wir werden noch kurz Amos 2 und 1 übersetzen, beziehungsweise das Chapter uns mal anschauen. So spricht der Herr für drei Übertretungen, also Amos 2,1, Moabs. Okay, wer ist Moab? Müsste man sich fragen, wenn man sowas hier liest. Man wird auf das Ergebnis kommen, dass es sich dabei um China handelt. Und für vier werde ich die Strafe nicht abwenden, weil er die Knochen des Königs von Edom zu Kalk verbrannte. Aber ich werde ein Feuer über Moab senden und es wird die Paläste von Deskeriot verschlingen und Moab wird sterben. Also du wirst hier bestimmten Sinn hinter diesen Knochen des Königs von Edom zu Kalk verbrannte sehen. Was dieser Sinn ist, weiß ich nicht direkt. Müsste man die Ältesten und Apostel fragen. Vielleicht wurde auch mal eine Lektion drüber gemacht. Vielleicht war es irgendwie verboten, bestimmte Knochen zu verwenden, wer weiß, oder wie auch immer. Oder es ist einfach nur eine Metapher. Aber ich werde ein Feuer, was ich eher glaube, über Moab senden und es wird die Paläste des Keriot verschlingen und Moab wird sterben mit Tumult, mit Schreien und mit dem Klang der Posaune und ich will den Richter von seiner Mitte abschneiden und alle Fürsten davon mit den Töten, spricht der Herr. Es kann auch sein, dass es ein bestimmtes Gesetz gab in der Zeit, wo verschiedene Nationen neben uns gelebt haben oder wir einfach Könige hatten und so weiter und so fort und alles gut lief und es bestimmte Gesetze gab und ja, Moab oder die Chinesen in der Zeit einfach ein bestimmtes Gesetz gebrochen haben mit diesem Knochendings da. Okay. Also es gibt viele Möglichkeiten, das auszulegen, beziehungsweise ja, es sollte jetzt nicht heißen, dass das irgendwie, keine Ahnung, Edom einem besonderen Schutz irgendwie untersteht oder sowas. Das wäre gegenüber des ganzen Textes der aller biblischen Bücher. Okay. Ja, also wir lesen zum Beispiel, was ist die Metapher? Okay, was ich gesagt habe, ich versuche halt verständlich zu machen, wieso er davon irgendeinen König mit verbrannten Knochen, als wäre es irgendwie jetzt besonders. Wir werden mal gucken, was es sein könnte, ohne dass das endgültig hinzustellen. Kannst du im Kommentarfeld gerne was hinschreiben. Was natürlich auch sinnvoll ist am besten, okay, weil wir wissen über Edom gemäß dem Buch, wie heißt es, der Prophet Obadja, okay, naja, dass Edom auf jeden Fall eine verdammte Nation ist und die einzigste Nation ist, die keine Gnade empfängt von Yahweh HaShem. Sogar die anderen Heidennationen empfangen irgendeine Form von Gnade. Edom oder Esau-Edom allerdings nicht. Das heißt, dieser Kommentar sollte schon auf jeden Fall irgendwie sinnvoll sein. Okay, und nicht in die Richtung gehen, naja, keine Ahnung. Es wäre nicht der Wicked oder so, Esau-Edom. Und in dieser letzten Zeit wird nicht Esau-Edom bzw. halt Babylon vor allem gerichtet in dieses System. Sonst wäre es halt kein Kommentar, den man Beachtung schenken kann, ehrlich gesagt, ja. Und wir lesen. Besonders als Stilmittel gebraucht sprachlicher Ausdruck bei dem Wort eine Wortgruppe aus seinem eigentlichen Bedeutungszusammenhang in einen anderen übertragen wird, ohne dass es ein direkter Vergleich, und dass ein direkter Vergleich die Beziehung zwischen Bezeichnenden und Bezeichnetem verdeutlicht, bildliche Übertragung der kreative Kopf des Projekts. Ausgefallene, blumenreiche Metaphern. Etwas ist eine Metapher für etwas. Okay, das trifft also ganz gut zu. Denn wir wissen aus der Bibel, ganz kurz noch,
Join hand in hand. Proverbs 11:21. Dogged hand join in hand. The wicked shall not be unpunished, but the seed of the righteous shall be delivered. Okay, also das wäre im Endeffekt die Antwort auf die Metapher. Damit dann Scholarum und doppelte Ehren der Ältesten und Apostel. Oder beziehungsweise die Antwort halt auf, ja, auf Moab und Edom Hand in Hand sozusagen. Ist klar, die Metapher spielt auch irgendwie eine Rolle.